Moin, herzlich willkommen hier auf Johns Moba zu einer neuen Folge. Heute hat mich wieder mal ein bisschen das Schmalspurgehen gepackt. Das heißt, wir sprechen heute über die H0E und über eine Lok, die ich selbst gebaut habe. Oder quasi selbst gebaut habe. Vorab drei Punkte für euch. Und zwar Punkt 1. Es gibt immer noch die Werbespenden-Challenge auf diesem Kanal. Jetzt bleibt auch so bis zum Ende des Jahres. Wenn ihr das noch nicht kennt, ich spende mindestens 50% der Werbeeinnahmen hier auf YouTube von diesem Kanal für bestimmte Zwecke. Welche das sind, erfahrt ihr in einem monatlichen Update auch auf diesem Kanal. Das erste kommt Anfang Mitte März und ab dann geht es eben monatlich immer weiter dazu, welche Projekte wir da unterstützen und warum wir das machen, erkläre ich da. Wenn ihr das auch unterstützen wollt, mitmachen wollt, ist ganz einfach. Ihr müsst einfach, wenn hier Werbung kommt in diesem Video oder in meinen anderen Videos, diese Werbung ein bisschen länger laufen lassen als das Überspringen quasi. Also nicht sofort überspringen, sondern Werbung angucken. Das würde helfen. Oder wenn ihr richtig cool drauf seid, klickt mal auf die Webseite, die da verlinkt ist von dem Werbetreibenden, schaut euch an, was er hat. Denn dann wird dieser Kanal immer besser geratet, was die Werbung angeht und wir haben einfach mehr natürlich dann auch an Einnahmen für die Spenden zur Verfügung. So viel, also zu dem Thema Spenden-Challenge. Dann Punkt 2. Ihr werdet heute relativ viele Sachen immer mal wieder sehen, also sei es hier so Kato, Chassis, Shapeways, was auch immer, ja, da spreche ich gleich nochmal drüber. Das ist alles unter dem Video verlinkt. Guckt einfach mal da in die Liste rein, da findet ihr dann auch Links zu empfohlenen Farben, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe, Bastelmaterial, solche Sachen. Alles unten verlinkt, könnt ihr darüber dann natürlich gerne kaufen. Würde mich freuen, wenn ihr es woanders kauft, kauft ihr es woanders. Aber unten auf jeden Fall meine Empfehlungsliste und auch die Links zu den verschiedenen Produkten, die wir verwenden. Punkt 3. Da. Punkt 3. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, mir auch auf Instagram folgen, denn dann habt ihr die Möglichkeit, quasi live dabei zu sein bei so einem Bau, weil ich da mehr oder weniger fast täglich irgendwie kleine Bilder poste oder so und da habt ihr mit Sicherheit, wenn ihr da dabei seid, auch schon die Bilder vom Bau dieses kleinen Railcars hier gesehen. Denn darum geht es heute, um mal zum Content zu kommen. Und zwar habe ich online gesucht nach Möglichkeiten, meine H0E, die ihr hier vielleicht kennt, die Waldbahn, wenn nicht, hier, der Bau ist verlinkt, warum es die gibt, wo die herkommt und so weiter, ja, zu erweitern. Und ich habe bisher online immer nur verschiedene, sagen wir, Standardmodelle gefunden. Wenn ihr selber gesucht habt, H0E, die Bandbreite an Modellen ist nicht so groß wie bei normalen, nicht Schmalspur-Spurweiten. Es gibt also so die üblichen Verdächtigen, BMO, Tillig, solche. Dann gibt es von Bachmann, von Lilliput, von Roco gibt es Rollmaterial. Und das war es eigentlich. Die Lokomotiven sind dabei fast alle bezogen so auf deutsche Schmalspurbahnen. Also Harzer Schmalspurbahn, da gab es so eine Kreisbahn hier, eine Schmalspurbahn da. Aber quasi bezogen auf die, immer mit einem konkreten Vogel, teilweise extrem teuer. Also analoge Lokomotiven in H0E ohne große Details. Das geht ab 100 Euro los, weniger nicht. Und ihr wisst, für 100 Euro bekommt ihr schon eine digitale Pico-Diesel-Lokomotive in H0 zum Beispiel. Ja, also es ist so ein bisschen teurer natürlich, so ein bisschen spezieller auch. Und ich habe mal geschaut, ob es noch anderes Rollmaterial gibt. Ihr habt vielleicht schon gesehen, ich habe ja auch diese Baldwin hier. Baldwin ist so eine kleine Lokomotive, quasi die Heeresfeldbahn-Lokomotive der nicht Alliierten, sondern Entente-Mächte im Ersten Weltkrieg, also quasi der Briten, Franzosen und Amerikaner. Die haben diese kleinen Baldwin-Lokomotiven gebaut. Die Deutschen hatten Heeresfeldbahn-Lokomotiven. Die findet ihr auch von, ich glaube, Rocco immer als C-gekuppelte Lokomotive, drei Achsen, 27 Varianten, 27 Farbvarianten, wird immer wieder neu aufgelegt, das gleiche Modell, inzwischen auch mit einer Digitalschnittstelle, aber immer das gleiche. Die Baldwin hier von Bachmann ist ein bisschen was anderes und ich habe geschaut, gibt es noch mehr so internationales Rollmaterial. Bin dann über verschiedene Wege auf Shapeways gestoßen. Shapeways kennt ihr vielleicht. Das ist eine Firma, die bietet 3D-Druck an, und zwar einerseits für Unternehmen, wenn die jetzt bestimmte 3D-Druck-Prototypen haben wollen oder so, aber auch für Privatpersonen. Und zwar über einen Marketplace, da kann man selber, wenn man was designt hat als 3D-Modell, das hochladen.
Und Shapeways produziert das für einen, übernimmt den Versand und alles, was mit der ganzen Geschichte zusammenhängt. Deswegen ist es auch ein bisschen teurer, als wenn man das natürlich selber drucken würde. Die Auswahl, darauf will ich hinaus, die Auswahl ist brillant. Also wenn ihr da auf der Seite seid, da gibt es einen Bereich, da könnt ihr extra nach Zügen suchen und dann auch nach Maßstab oder gibt es alles von Z bis, glaube ich, Spur G ist alles dabei. Wirklich, da gibt es komplette Zirkuszelte oder Schwesternstädte in Spur Z, wenn ihr die haben wollt. Bis hin eben zu speziellen Ersatzteilen, Lampen in Spur G, da ist alles wirklich dabei. Und aus diesen Millionenmodellen kann man dann natürlich wählen, das alles in den Warenkorb tun und bestellen. Und ich habe da was gefunden, und zwar das hier. Das ist ein, ja, kein Schienenbus, sondern ein Schienen-LKW. Und ihr seht auch dadurch, dass der hier quasi so auf der einen Seite anders ist als auf der anderen, also wirklich auch für die Schiene konstruiert. Und soll aus Irland stammen für eine irische Schmalspurbahn. Ich versuche nicht, das auszusprechen, wie die heißt. Ich schreibe es euch hier hin. Und dieses Modell hier, das gibt es in verschiedenen Varianten. Ich habe mich für das hier entschieden, weil ich das so wirklich niedlich fand. Und wir werden uns heute mal den Bau anschauen, wie ich denn zu diesem Modell gekommen bin, was ich da für Erfahrungen mitgemacht habe und warum das jetzt gerade nicht fahren kann. Das werden wir uns auch nochmal angucken. Also seid gespannt, das werdet ihr am Ende erfahren, warum es jetzt nicht funktioniert und zwischendurch funktioniert hat. Bevor wir loslegen, noch einmal zu Shapeways. Ich habe damit jetzt eine sehr gute Erfahrung gemacht, das heißt aber nicht, dass das immer so ist. Also es ist eine Einzelmeinung. Was ich aber festgestellt habe, wenn ihr bei Shapeways bestellt, es gibt verschiedene Auswahloptionen zum Versand. Der Versand selber ist relativ teuer, kostet knapp 10 Euro nach Deutschland. Das heißt, überlegt euch, was ihr haben wollt, bestellt das alles zusammen. Allerdings gibt es da noch Priority Shipping und irgendwie extrem super duper Fast Shipping. Das kostet dann, glaube ich, 50 Euro oder so. Ja? Bei mir kam das auch in dem Standard-Versandverfahren 10 Tage vor der eigentlich angekündigten Zeit an. Das zweite ist, wie ihr den Preis hochtreiben könnt. Ihr könnt hingehen und sagen, ich möchte, dass das nicht im normalen Produktionsprozess bei Shapeways passiert, sondern quasi jetzt sofort gemacht wird. Also so eine Art Express Production. Könnt ihr da auswählen, kostet auch bis zu 50 Euro für ein so ein kleines Modell. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr braucht morgen das Grundmodell hierfür, morgen, könnt ihr das jetzt bei Shapeways bestellen. Ihr habt es morgen da. Ihr zahlt allerdings dann allein für die Produktion und den Versand schon über 100 Euro. Das macht Sinn, wenn ihr Unternehmer seid, ihr habt vielleicht einen Prototyp, ihr müsst das morgen irgendwie ausprobieren oder so und da sind euch die Kosten egal, dann kann das Sinn machen. Für uns als Modellbahner, lasst das bloß weg. Ja, dann wartet ihr 5 Tage länger. Vorfreude ist eh die schönste Freude, aber gebt für sowas kein Geld aus. Weil bei mir, wie gesagt, es kam 10 Tage vor dem angekündigten Datum, es war also für mich so ein bisschen wie Werbung auf der Seite nach dem Motto, bestell mal früh das und das und das und dann kam es trotzdem quasi innerhalb von 4 Tagen oder 5 Tagen bei mir an. Naja, also das nur als Hinweis. Was aber wichtig ist, es gibt meistens die Auswahl für diese Modelle aus unterschiedlichem Plastik. Ich habe hier die Standardvariante genommen ohne Zusatzkosten. Ihr könnt allerdings für einen kleinen Aufpreis ein noch feineres Plastik verwenden. Das heißt, wenn ihr heute in dem Video seht, dass hier quasi durch den 3D-Druck das noch sichtbar ist, die Struktur, dann liegt das daran, dass ich hier ein Geizhals war und die nicht ganz teure Variante genommen habe beim Plastik. Es gibt eine, wo man das angeblich nicht mehr sehen soll. Habe ich nicht ausprobiert, kommt vielleicht demnächst mal, dann schaue ich mir das an. Aber wenn ihr es ausprobieren wollt, dann macht das gerne. Nachdem ich jetzt so lange schon geredet habe, ich hole euch jetzt ab und dann gucken wir uns mal an, wie der Bau und alles andere zu diesem Modell hier funktioniert hat. Also, bis gleich.
Da seht ihr jetzt unser Railcar schon in seiner jetzt aktuell finalen Ausbaustufe. Das heißt, ich habe den Wagen selbst hier vorne eben mit einer entsprechenden Stückgutladung und dann auch noch zwei kleine Kastenloren. Das sind hier die ganz normalen von Mini-Trains bzw. Roku in H0i. Nichts Besonderes, außer dass ich sie gealtert habe mit Patinapulver, Rost unten an den Rädern und am Fahrgestell. Und dann obenrum habe ich hier ein Washing aufgetragen, nachdem ich das Ganze eben in hellgrau lackiert habe. Also nichts Übermäßiges Besonderes, aber der Effekt ist krass, weil es eben damit viel besser auch zu dem Zugfahrzeug passt und damit wirkt das so aus einem Guss. Ich hatte die vorher zwischenzeitlich eben auch mal in der Originalfarbe. Wenn wir kurz die Ladung betrachten, also wir arbeiten uns hier so von oben nach unten jetzt durch. Und das ist quasi so, ja, klassische H0-Ladung. Tatsächlich habe ich die auch von meinem Vater bekommen mit zu Weihnachten und hier jetzt lediglich nochmal mit einem kleinen Washing versehen am Ende, so dass alles eben den, ja, sag mal, gleichen Touch hat und nicht irgendwie spezielle Sachen hier besonders hervorgehoben werden. Also wir haben hier, wie ihr seht, vier Fässer, vier kleine Mehlsäcke wahrscheinlich und dann eine größere Kiste, wodurch das Washing eben auch die Holzstruktur noch mal schöner zum Tragen kommt hier. Ja, und wenn ich das jetzt schon entladen habe hier, dann seht ihr auch ein bisschen mehr schon zu den Details. Und zwar seht ihr hier, die Ladefläche zum Beispiel ist auch nicht ganz schier. Also ich habe mich hier an so ein paar neuen Techniken oder für mich neuen Techniken bei der Alterung auch mal probiert. Also ich habe hier quasi so kleine Rostflecken eben produziert mit einem sehr kleinen Pinsel und dem Patinapulver raufgetupft, gezogen quasi, also wie ein Rostfleck, der sich dann ausbreitet. Wir haben hier auf der Ladefläche, ich mache das mal so für euch, jetzt hier verschiedene Washings, die ich da einfach mal relativ brutal einfach reingepanscht habe in die Ladefläche und das Ganze hat damit schon so den Touch einer ja, angerosteten Stahlladefläche. Und ansonsten habe ich hier beim Thema Alterung, Weathering tatsächlich ja auf Patinierung gesetzt. Das seht ihr hier jetzt zum Beispiel, da ist so eine kleine Farbnuance, das ist ein bisschen dunkelgrauer. Dann habe ich hier so verschiedene Schwarztöne aus dem Patinapulver noch rausgeholt, die hier so ein bisschen die Kanten hervorheben. Das seht ihr hier und da speziell. Das wirkt also jetzt hier auch so ein bisschen mehr nochmal wie so eine, ja, ich nenne es mal geschweißte Naht, eine grob geschweißte Naht. Ja. Aber das ist so für euch, das habe ich hier ausprobiert. Am Thema Weathering, Alterung waren für mich ein paar neue Techniken dabei. Aber kommen wir mal abgesehen vom Thema Alterung zu dem Modell selber. Ich hatte ja gesagt, das kommt von Shapeways. Und wenn ihr das dort kauft, das kostet knapp über 20 Euro, soll das eben ein Modell sein von einem sogenannten Railcar aus Irland. Ich weiß nicht, ob es da wirklich ein reales Vorbild für gibt. Der Designer sagt ja, also glauben wir ihm das mal. Und was ihr bekommt, sind im Endeffekt eigentlich ein großes Plastikteil. Und dieses Plastikteil hat dann quasi das Dach schon mit dran. Hier vorne den, naja, Schienenräumer, sagen wir mal Schienenräumer. Kuhfänger ist es wahrscheinlich nicht. Eher so ein Rattenfänger, Hühnerfänger. Und dann gibt es noch mal eine kleine Lampe, die hier ansteckbar ist. Die habe ich noch nicht angebaut. Hier, so sieht die aus. Ich wollte ja theoretisch noch eine Beleuchtung reinmachen. Also das ist die kleine Lampe. Nehmen wir mal wieder zurück, dass die nicht wegkommt. Die ist quasi hier oben im Dach noch mit drin. Das heißt also, eigentlich habt ihr ein großes Teil. Das müsst ihr ein bisschen zerschneiden. Was ihr nicht mitbekommt, ist diese Griffstange und die Scheiben, das definitiv nicht. Und hier unten dieses Fahrgestell, das bekommt ihr auch nicht mit und auch nicht diese improvisierte Anhängerkupplung hier hinten. Das Fahrgestell selber stammt von Kato, das kann ich euch auch unten nochmal verlinken. Da gibt es ja diese quasi Chassis für N-Spurweite. Und ihr seht auch schon hier, da kommen wir gleich nochmal drauf, was speziell mit diesem Chassis hier das Problem ist. Vorab,
Es ist ein technisches Problem bzw. mechanisches Problem, was ich selbst verursacht habe. Das hat nichts zu tun mit der Passform. Die Passform ist wirklich perfekt, wenn ihr das richtige Chassis hier nehmt und ihr nehmt quasi hier vorne und hinten ein ganz kleines Stückchen davon ab, wie es in der Anleitung beschrieben steht online, dann habt ihr hier eine perfekte Passform. Das hakelt nicht, es wackelt nicht, es ist nicht lose, also als ob es dafür gemacht wurde, und das wurde es ja auch. Ne? Das heißt, ihr habt eigentlich nur so ein Plastikteil und dann ist euch der Rest hier überlassen, was Farben und Alterung angeht. Ich wollte das jetzt hier schon ziemlich schedderig und alt und kaputt gestalten. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Hellgrau im oberen Bereich genommen, habe dann hier unten Schwarz genommen, habe das Ganze dann nach dem Trocknen massiv gealtert, wie ihr seht. Also dunkle Washings drüber gehauen, an den korrekten Stellen dann Rost quasi angesetzt, gerade hier oben am Dachansatz und solchen Dingen. Habe dann hier an den kleinen Tankstutzen, die wir hier zum Beispiel haben, extra nochmal so ja, hellbraunere Reste draufgefügt, wie ihr das hier seht. Das heißt also quasi so ein bisschen Tankausgang. Und dann habe ich last but not least die Scheiben zurechtgeschnitten. Das ist einfach eine ehemalige Plastik-Blister-Verpackung, die ich in den richtigen Größen hier zurechtgeschnitten habe. Und wie ihr seht, dann eben auch je nach Position der Scheibe habe ich das Ganze dann auch versucht, mit einer entsprechenden Alterung dann hier auch zu versehen, beziehungsweise eben auch nicht. Also hier die Seitenscheiben, da könnt ihr top durchgucken, um unseren kleinen Fahrer zu sehen. Der stammt von Preiser, ist selbst angemalt. Und hier vorne seht ihr jetzt im richtigen Licht auch die Rundung des Scheibenwischers. Der fehlt noch, den muss ich hier noch ansetzen, den habe ich hier aber schon bereit liegen. Ja. Ansonsten hier vorne, das ist dunkles Gunmetal, also quasi Gunmetal heißt die Farbe. Die habe ich dann ein bisschen schwarz gemischt, um hier den Kühlergrill vorne anzumalen. Und dann habe ich mit mehr Schwarz und Gunmetal hier den tatsächlichen Kühlergrill angemalt. Ja. Und das hier ist einfach ein kleines Stück Draht. Genauso wie die Anhängerkupplung hier hinten. Also ihr seht, das Ganze ist sowohl vorne, wenn man diesen quasi Kuhfänger nicht anbaut, als auch hinten ausgestattet mit so Aufnahmen für Standard MEM der Spur N. Ich habe es mir einfacher gemacht. Ihr seht, ich habe einfach einen Draht gebogen, ein Feuerzeug heiß gemacht, da reingeschoben. Den brauchte ich dann nicht mal kleben. Der hält hier bombenfest. Ist ja quasi da so reingeschmolzen, reingebrannt. Und jetzt hat man hier hinten einfach so eine Anhängerkupplung in der richtigen Höhe. Das habe ich natürlich vorher geguckt. Und da kann man dann hier einen Hänger ranhängen. Und alles ist gut. Funktioniert, hält. Habe ich überhaupt keine Probleme mit gehabt. Nicht in Kurven, kein gar nichts. Weil ihr seht ja hier, da ist ja keine wirkliche Kurvenkinematik hier vorhanden, außer so ein bisschen Gewackel, was glaube ich ja auch eher Zufall ist. Und das sorgt ja dafür, dass, wenn ich jetzt auch noch eine ziemlich starre Kupplung hier dran habe, an dem Fahrzeug, ich in engen Aradien vielleicht Probleme bekomme. Habe ich mit der Lösung hier nicht, und davon abgesehen ist die Lösung hier ja einfach und sofort verfügbar gewesen. Das war es zu dem Aufbau des Modells. Also es war zeitlich doch ein bisschen aufwendig, einfach weil ich viel Zeit mit der Alterung hier verbracht habe. Die Fenster waren keine Herausforderung, aber auch eben ein bisschen zeitaufwendiger. Und am meisten Zeit verbracht habe ich tatsächlich hier unten damit. Der ist nämlich übrigens leer momentan, deswegen sieht er auch so komisch aus. Und deswegen kann der auch hier einfach so rollen. Ihr seht das ja, die Räder unten bewegen sich. Er rollt nicht ganz frei, die Zahnräder sind ja noch drin, aber der Motor ist raus und den zeige ich euch mal kurz. Denn hier ist er, der Motor, und ihr seht auch schon, was da dran hängt, und zwar ist das ein kleiner DCC-Decoder. Ihr seht auch schon hier die vier Kabel, und das Ganze ist eigentlich eine NEM, ich glaube 651 heißt das, Schnittstelle, aber da kann man diese vier Kabel hier auch exzellent einfach so, ja, ranlöten. Was man
allerdings als aufmerksamer Beobachter jetzt vielleicht hier schon gemerkt hat, meine Kabelfarben entsprechen hier gerade nicht dem DCC-Standard. Also ihr seht das hier, die Orange und Grau müssten eigentlich zum Motor gehen und Schwarz und Rot müssten zum Gleis gehen. Das ist hier gerade andersrum. Warum ist es so? Ihr seht, hier ist schon Schwarz und Rot am Motor quasi dran gewesen und ich habe mir gedacht, ich mache hier einfach mit denselben Farben weiter. Für mich quasi als einzigen Anwender des Ganzen ist es okay so, ja. Aber jetzt fragt ihr euch, warum steckt der da nicht drin? Also der Decoder ist überhaupt kein Problem. Der kommt von Spur Endteile, da habe ich den hier bestellt. Übrigens cooler YouTube-Channel auch. Verlinke ich hier oben oder in der Beschreibung nochmal für euch. Spurendteile.de kann ich sehr empfehlen, auch wenn ich jetzt H0-Bahner und Z-Bahner bin. Und dann habe ich das Ganze hier eben an den Motor rangelötet, dachte, ja, wird schon laufen. Dafür muss man allerdings, und deswegen machen wir das jetzt einmal hier auf, das Chassis von Kato öffnen. Ja, so. Und das ist jetzt hier tatsächlich schon auf, denn das geht bei mir nicht mehr richtig zu. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Probleme auch hattet, wenn ihr solche Chassis mal verbaut habt, ob ihr das quasi überhaupt schon mal gemacht habt. Ja, wenn nicht, ist das einfach vielleicht eine kleine Warnung. Ich werde es in, sagen wir, näherer Zukunft nicht wieder machen, denn ihr seht hier ein bisschen das Problem. Ich habe das mehrfach geöffnet und dann ist es an verschiedenen Stellen gebrochen. Ja? Also hier unten haben wir eine Bruchstelle und hier oben seht ihr das da. Hier, die Ecke da. Das ist auch gebrochen durch mehrfaches Aufmachen. Denn eigentlich gehört der Motor hier relativ einfach quasi rein. Drehen wir mal um. So. Motor rein, Kabel ordentlich verteilen. Die Anschlusskabel gehen dann hier und hier quasi an das Chassis ran. Und dann sollte das Ganze wieder laufen. Ne? Klappe drauf, Decoder irgendwo sinnvoll ins Modell und funktioniert. Pustekuchen. So leicht ist es leider nicht, denn ihr seht, wir haben hier, und bitte bedenken, dieses Chassis hier kostet, ja, glaube ich, 25 Euro. Wir haben hier einen relativ hochwertigen Motor, ja, der hat auch hier direkt eine Kato-Bedruckung drauf, hat eine Schwungmasse, habe ich in, quasi bei einem Motor der Größenordnung jetzt auch noch nicht häufig gesehen, und hier eine wunderschöne kleine Messing- oder zumindest ja, Gelbmetall-Schnecke vorne dran. Das wirkt ja schon mal richtig hochwertig. Das Problem und warum das momentan nicht fährt, seht ihr jetzt hier unten ein bisschen. Das hier ist nämlich ein Plastikzahnrad. Und seht ihr, wie abgenutzt und zerrockt dieses Plastikzahnrad hier schon ist? Da zum Beispiel ganz speziell. Ihr seht aber auch, wie leicht sich das dreht. Also die Achsen drehen sich mit. Wenn ich das hier fahren lasse, weil das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Kann man das hier sehen? Nee. Also im Video wird das jetzt nichts, oder wenn ich hier unten drehe vielleicht. Ja, wenn ich hier unten drehe, seht ihr das? Das Zahnrad hier oben bewegt sich zumindest ein bisschen. Da ist ja eine Übersetzung und was weiß ich da alles noch dahinter. Wir haben hier ein kleines Problem mit diesem schönen Zahnrad. Denn das Plastik und das Metall hier vertragen sich zwar ab Werk, wenn ihr das aber einfach so wieder zusammensteckt hier, Deckel drauf und Abfahrt, kann es sein, dass das in eine Richtung zum Beispiel gut geht und in die andere einfach nur so ein Knarzgeräusch macht. Das Knarzgeräusch zeigt euch dann, dass gerade das Zahnrad da unten zerfressen wird. Es kann auch sein, dass ihr das in beide Richtungen habt und das Problem ist bei mir gewesen, dass das hier sehr schnell ging. Ja. Was habe ich gemacht? Ist vielleicht auch dann mein Fehler gewesen. Ich habe das Ganze wieder zusammengebaut, habe das aufs Gleis gestellt, alles, als es fertig war, im Modell drin. Habe festgestellt, jo, fährt. Und dann habe ich es einfach auf mittlerer Fahrt
auf der Waldbahn im Kreis fahren lassen. Und habe was anderes gemacht. Bin aus dem Raum gegangen. Es ist ja super leise, so ein Chassis hier. Und dachte, es fährt sich jetzt einfach noch mal ein bisschen ein. Pustekuchen. Hat es nicht. Es hat sich festgefahren. Ich weiß nicht warum. Es hat sich festgefahren an einer speziellen Stelle. Und irgendwie, als ich dann wiederkam nach 10 Minuten, hörte ich nur so einen ganz hellen Pfeifton. Und zwar war das der Motor, der hier komplett frei drehte, nachdem die Schnecke das Zahnrad darunter zerfressen hatte, sich verkeilt hatte und dann der Motor mit seiner Achse quasi hier in der Schnecke schon frei drehte. Also war ein super tolles Erlebnis. Kann man sich jetzt die Frage stellen, ist H0i bzw. Spur N geeignet zum mehr oder weniger unbeaufsichtigten Betrieb von einzelnen Triebfahrzeugen? Ja oder nein? Meine Erwartungshaltung, sage ich euch ganz klar, ist natürlich ja. Sollte es sein. Aber war es jetzt hier nicht, nachdem ich dran rumgespielt hatte. Ich glaube, vorher wäre es kein Problem gewesen. Oder ich hoffe es. Ich hoffe nicht, dass das jetzt ein generelles Produktionsthema ist bei Kato. Aber ich werde jetzt für meinen Teil in näherer Zukunft hier jetzt nicht wieder so ein Chassis aufmachen. Auch wenn im Netz in vielen Anleitungen steht, dass es sehr einfach zu digitalisieren ist. Ja, in der Theorie. Ich habe ja hier quasi meinen digitalen Antriebsstrang gerade, der funktioniert soweit eigentlich auch ganz gut. Nur er funktioniert eben nicht mehr in dem Chassis hier. Und was dann dazu kam, durch das Hin und Her, auf, zu und so weiter, hat dann tatsächlich das Plastik hier irgendwann aufgegeben. Und das führte dazu, dass der Motor dann sowieso schon mal gar nicht mehr richtig festgehalten wurde. Also ich habe es danach zwischendurch nochmal zum Laufen bekommen, dass das so knatschte. Aber das war es dann auch. Da hat es so ein bisschen geknatscht, dann ist es losgefahren, dann hat man drauf gedrückt, dann ist es wieder ein Stück gefahren. Das Problem ist halt, so wird es nicht mehr laufen. Ich habe jetzt ein neues Chassis bestellt und dachte mir, naja, gut, dann wird das jetzt hier eben erstmal analog fahren, bis ich dann mich das wieder traue, quasi das umzubauen. Und ja, fürs Erste bleibt das dann analog. Aber, na, jetzt habt ihr es wieder verpasst. Ich habe es außerhalb der Kamera gemacht. Ich hole es nochmal raus. Dann könnt ihr sehen, wie genial das hier passt. Also das ist hier das Chassis. Und das hier ist die Aufnahme mit den 1, 2, 3, 4 Aufnahmepunkten für das Chassis. Und das setzt ihr hier dann einfach rein. So. Das wackelt nicht. Das hält. Da könnt ihr jetzt hier, ne, das ist, als ob es dazugehören würde. Das ist wirklich perfekt. Also der Shapeways-Bausatz selber hat mir jetzt persönlich hier extrem gut gefallen, viel Spaß gemacht. Und ja, man kann es in vielen unterschiedlichen Designs machen. Das ist jetzt hier abgewandelt von dem, was ich auf der Seite von dem Entwickler gesehen habe. Die kann ich euch auch mal verlinken. Ich habe noch eine zweite Variante angefangen, die habe ich noch nicht fertig. Die wird dann auch nicht gealtert. Da habe ich eine etwas andere Farbkombi. Das Rot ist jetzt noch ziemlich intensiv. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dunkler. So rot wollte ich gar nicht. Das heißt, das werde ich noch ein bisschen verdunkeln, aber ich werde es eben definitiv nicht altern. Aktuell sieht das jetzt natürlich so ein bisschen aus wie ja, frisch vom Nordpol, vom Weihnachtsmann oder so. Ja. Aber das sind die beiden Chassis, die ich jetzt gerade habe und theoretisch kann ich damit eben auch direkt arbeiten, indem ich die austausche und dann abwechselnd fahre. Hier seht ihr aber auch nochmal, wie das Ganze zu mir gekommen ist. Das ist quasi ein Teil hier vorne schon wieder mit dem Kuhfänger quasi angebaut. Und hier seht ihr auch mal, wie die Scheiben da dann reingesetzt werden und dass eben auch keine Inneneinrichtung vorhanden ist, aber gebaut werden kann durch euch. Ja, und das ist hier dann das Dachteil, was da einfach drauf kommt. Also eigentlich ein denkbar einfaches Modell, aber dafür auch mit den angesetzten Details, die ihr hier seht, also wie zum Beispiel diese Scharniere, die Leitern, hier hinten die kleinen Nieten, die Bretterstruktur. Das kommt jetzt hier, glaube ich, alles ganz gut rüber, gerade in dem Rot. Zumindest sieht das in dem Video gerade so aus. Auch hier vorne diese Struktur.
Für 20 Euro, also wenn ihr es mal zusammenrechnet, 20 Euro das Chassis hier, plus gegebenenfalls Versand. Und auf der anderen Seite dann nochmal 20, 25, je nachdem, wo ihr es kauft, für das Chassis hier. Und ihr habt eine selbstgebaute analoge Lokomotive, die man sonst halt nicht kaufen kann. Finde ich schon cool, hat Spaß gemacht und ist mal eine andere Erfahrung. Also weder in Z noch in H0 kannte ich das bisher, dass man quasi Lokomotiven so selbst bauen kann. Und ich glaube, da werde ich einfach noch mehr von bauen. Vielleicht jetzt nicht immer dieses Railcar hier. Da gibt es noch natürlich bei Shapeways gefühlt hunderte andere. Und ja, macht Spaß, ist ein netter Zeitvertreib. Wie lange dauert das? Wenn man es jetzt übertreibt mit der Alterung wie ich hier, braucht ihr ein bisschen länger, dann vielleicht 2 Abende. Das hier soweit war jetzt nur vom Malen her, glaube ich, etwa 1 Stunde. Ja. 3/4 Stunde. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Ihr kennt das. Das ist einfach so die Modellbahnzeit, Modellbahnerzeit, die man dann hat. Da macht das Spaß. Ja. Ist mal ein bisschen was anderes. Würde mich auch interessieren, was eure Erfahrungen sind. Einerseits jetzt natürlich mit den Kato-Chassis, ob ihr das kennt, dieses Problem, oder ob ihr die selber schon mal versucht oder erfolgreich digitalisiert habt. Und was ihr jetzt von dem Modell hier haltet, weil es ja doch ein bisschen was Spezielleres ist oder vielleicht nichts so Alltägliches. Damit sind wir schon wieder am Ende und ihr habt jetzt ganz viel erfahren zu diesem kleinen irischen LKW für die Schmalspurbahn. Eure Meinung dazu würde mich richtig interessieren. Was haltet ihr davon? Würdet ihr sowas auch selber machen? Was denkt ihr, kann man vielleicht noch anders machen bei dem Modell? Schreibt das gerne mal unten rein. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid gerne eingeladen, hier auch die anderen Videos auf dem Channel anzugucken und natürlich auch in Zukunft. Dafür da unten der Abo-Button und da oben für euch nochmal verlinkt die anderen Videos. So viel für heute. Bis bald. Macht's gut. Ciao.